Meter 14, Thomas Schneider. Meter 25, Niklas Reuter. Meter 9, Michael Körper. Meter 12, Anton Mühle. Meter 5, Julian Mühle. 18, trägt der Torwart Anton Mittmann. 21, der Kapitän Sauer Hadouken. Meter 23, Fabian Unterbürger. 4, Jochen Bauer. Die 1, der Torwart Kurt Sprecher. Und die 18, Tino 655, Jonas von Gallen. Herzlich willkommen auf die Trainer, Thomas Aslowski und Julian Gerschitz. Und damit sind wir beim Hamburger Polo-Video. Paul Smith. Mit der 25, Jan Schelley. Mit der 30, Jutta Pieper, Niklas Gast. Die 7, Jan Hendrik, Jule Bartels. Mit der 24, Jan Sandro. Die 5, Oliver Linder. Mit der 9, Benjamin Köbel, die 20, Niklas Bosserhoff, die 22, Niklas Beckmann, mit der 1, Jonathan Spötzle, mit der 34, das Keeper Janik Wolters und mit dem ersten Spiel in der Einsaison, unsere Nummer 11, Konstantin Stein, die Spieler Christoph Beckmann und Robert Zins. Und wir grüßen auch die Schiedsrichter. Ein herzlich willkommen von der Europa-Tour-Bürgerin Christian Gatsch und Malte Gerske.
Herzlich willkommen. Wir sind zurück hier in der Halle im Hamburger Polo Club in der Hallensaison 2023-24, im Jahr 2024 angekommen. Wir starten mit dem ersten Spiel. Und das ist gleich ein Spitzenspiel zwischen dem Hamburger Polo Club als Gastgeber und dem Tabellenführer Harvest Huda THC. An meiner Seite Ramin als Co-Kommentator, freue mich sehr. Haben wir neulich ja schon mal gemacht bei den Damen. Jetzt dürfen wir es auch mal bei den Herren machen. Ja genau, ich freue mich auf jeden Fall. Danke wieder, dass ich dabei sein darf. Erstes Saisonspiel. Genau. Im neuen Jahr natürlich. Genau. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Topspiel. Kommt ganz viel darauf an, wobei man sagen muss, morgen das Spiel der Polo-Herren gegen Alster hat noch ein bisschen höhere Bedeutung. Ja. Denn Alster hat gestern den UAC in einer sensationellen Manier in den letzten 3 Minuten mit 4 Toren noch 8-7 geschlagen. Ach, das heißt, Alster ist jetzt einen Punkt vor. Morgen treffen Polo und Alster aufeinander um 12 Uhr ebenfalls hier in der Halle. Das wird natürlich nochmal ein Kracher. Dann geht es eigentlich wirklich so um die Vorentscheidung um Platz 2 im Norden, wobei man sagen muss, es sind dann immer noch Spiele offen am nächsten Wochenende und da muss Alster beim HTRC antreten. Polo muss noch gegen Floppig und Hannover ran und Hannover hat hier gezeigt in der Polohalle, zu was sie fähig sind. Also auch ein Sieg dann gegen Alster morgen wäre noch alles andere als ein sicherer Viertelfinalplatz. Also hier ist es richtig spannend in der Nordgruppe. Man muss allerdings sagen, der HTRC schon sehr beeindruckend. Vorne bisher nur ein Unentschieden zugelassen. Für mich die Favoriten, nicht nur hier im Norden, wenn ich ehrlich bin, sondern für mich auch Favorit auf den Titel in Deutschland in dieser Hallensaison. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wer die schlagen sollte. Ja, das haben die auch letztes Jahr gezeigt. Ne? Die haben auf jeden Fall die Qualitäten auf dem Platz und werden sie natürlich heute auch abrufen wieder. Aber die Jungs haben auch natürlich Bock und unsere Jungs haben natürlich auch beim HTRC ein, zweimal gezeigt, dass sie eben auch die Qualitäten haben, das Spiel zu drehen. Und auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie gehen hier gleich ziemlich krass rauf. Und da aber zeigt Michi Körper schon, dass er an der Bande eine Macht ist. Ja, wir haben bei Polo tatsächlich das erste Hallenspiel von Konsti Steib, was schon auch interessant ist, denn er hat in dieser Hallensaison noch gar nicht gespielt, hatte sich auf Feld konzentriert, beziehungsweise war, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen, aber auf jeden Fall hier jetzt erstes Spiel. Hat eine Woche trainiert. Das gleiche hat Niklas Bosserhoff ja im Dezember auch schon gemacht und auch eingestiegen in die Hallensaison. Ist natürlich eine Riesenverstärkung für jede Mannschaft. Aber kannst du dir das vorstellen, mit einer Woche dann gleich hier ins Spitzenspiel einsteigen? Tatsächlich gar nicht. Also ich kenne es natürlich auch selbst von mir, dass wenn man von der Feldsaison irgendwie in die Hallensaison geht, auch nach 2 Wochen Pause, dass es nicht so ohne ist tatsächlich und dass man sich erst daran gewöhnen muss, richtig runterzukommen mit dem Schläger, mit dem Stock. Aber Steibi hat auf jeden Fall die Qualitäten gezeigt und er hat auch die Qualitäten, da auch diese Umstellung so schnell mitzumachen. Ja. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es heute sein wird und wie die Performance sein wird. Ich auch. Halle ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Krasse das Stimmung, das macht richtig Bock. Aber ist ja auch dem Spiel angemessen. Jetzt kommt Michi Körper gleich das erste Mal zum Torschuss, aber da war Niklas Gas zur Stelle, kein Problem. Ja, der HTRC hat die gleichen Probleme wie Polo letztlich. Nochmal Versuch von Körper mit der Rückhand, aber dann verzogen. Die Österreicher, die hier in der Halle halt ein krasser Faktor sind in Hamburg, sind genau wie die deutsche Nationalmannschaft ab nächster Woche, ab dem 11. Auf einem Olympia-Qualifikationsturnier. Oh, und da ist es passiert. Den hat er sehr schön gemacht. Ja, ganz, ganz stark. Da das 0-1. Das hat er sehr schön gemacht. Ja, die Jungs sind noch nicht so weit. Anton Pöhling setzt sich da durch und jagt den dann in den Winkel. Also den darf er einfach gar nicht so abschließen dürfen. So, ansonsten wirklich brillant gemacht, das muss man sagen.
Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwer, jetzt nach der Weihnachtspause, nach der Silvesterpause, schnell wieder in die Partie zu finden. Schleppend, aber die Jungs fuchsen sich ran, tasten sich ran. Und ja, in der Halle ist alles offen, es kann alles passieren. Dementsprechend sind wir hier auch weiterhin offen. Ja, also ich wollte es noch ergänzen, der HTRC ja letztes Jahr auch schon extrem gut und deutscher Meister geworden. Und dann haben sie sich dieses Jahr eben massiv verstärkt. Mit Fabian Unterkircher, der letztes Jahr bei Polo gespielt hat, einer der besten Hallenhockeyspieler der Welt, was er in der österreichischen Nationalmannschaft ja auch schon bewiesen hat. Europameister geworden letztes Jahr. Mit Jochen Backer, holländischer Hallennationalspieler und muss man auch sagen, einer der besten 10 Spieler weltweit in der Halle. War eben bei den Holländern auch ausschlaggebend bei 3 Medaillengewinnen in der Halle bei Welt- und Europameisterschaften. An dem graben sie schon seit 3 Jahren. Und das Krasse, was ich finde, ist, der kann das erste Mal beim HTRC jetzt spielen nach 3 Jahren, weil die Holländer ihre Hallennationalmannschaft abgemeldet haben. Stimmt. Und nicht bei der Europameisterschaft teilnehmen. Hatten wir ja letztes Mal. Ja, ein desaströses Signal für Hallenhockey. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil so viel Geld kostet das nicht. Und es ist eine komplett getrennte Nationalmannschaft, die also völlig unabhängig von der A-Nationalmannschaft auch in Holland agiert. Warum man dann das macht und diese Mannschaft zurückzieht von einer Europameisterschaft, ist mir schleierhaft. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das war ein schöner Ball. Olli Binder rein und Schuss und... Oh, das hätte fast genauso eingeschlagen wie auf der anderen Seite. Ja, schon mal erste gute Großchance. Sehr schön durchgesetzt gegen Altenberger, gegen seinen Nationalmannschaftskollegen. Wobei man sagen muss, Olli Binder wird nicht mitfahren zur Olympia-Quali nach Sevilla. Genau wie beim HTRC auch Michi Körper und Xaver Hasun nicht. Das heißt also auch bei Österreich in der Nationalmannschaft ein Generationswechsel. Aber auch sehr interessant tatsächlich, weil das sind einer der stärksten Spieler, Leistungsträger. Definitiv. Heitenberger hingegen wird dorthin fahren. Steib jetzt hier an der Bande, versucht was zu kreieren in irgendeiner Form, bricht dann aber doch ab. Jetzt macht Polo das Spiel ein bisschen schneller, Jojo Fröschle. Ja, der kann auch so aus einem Winkel schießen, den keiner erwartet. Ja, da ist die erste Ecke. Sehr schön geholt von den Jungs. Ja, da haben sie Tom Schneider ein bisschen dupiert mit dem schnellen Ball, da kam er dann nicht mehr runter. So, mal gucken. Anton Brinkmann natürlich ein sehr guter Keeper. Was ich spannend finde, ist, dass Steibi gleich auf einer Ausführungsposition steht, auf der Ablage in der Mitte. Aber gut, ist natürlich auch ein brillanter Torschütze und hat immer einen in petto. Bosserhoff auf Schuss würde ich eher nicht vermuten. Ja, so sehr kann man sich irren. Oh, sehr gut pariert von Brinkmann, aber da stand... Schnell abgeschlossen, ja, gut abgeschlossen. Da stand Titus Wex halt im Weg, da konnte er aber auch nicht mehr weg. So, jetzt, weil es eben als Ecke in Folge gilt, die Situation war noch nicht aufgelöst aus der Ecke, darf ja hier nicht mehr lang gewartet werden. Die müssen sofort ausführen. Schiedsrichter heute übrigens Malte Garske, hier einer von der sehr starken Jungengilde, und Christian Blasch, der erfahrenste deutsche Schiedsrichter, den wir haben, mehrfacher Olympiaschiedsrichter. Ja, das ist der HTRC zu schnell rausgelaufen. Jetzt würde ich tippen, muss Tom Schneider weg. Ne, sie können sich's aussuchen. Und sie schicken Jonas van Gersum an die Mittellinie. Beziehungsweise in den Kreis. Das ist ja Pflicht. Der muss in den anderen Kreis, um nicht eingreifen zu können. Nochmal Bosserhoff. Und das macht er sehr schön. Da ist das 1:1. Ja. Und ich nehme alles zurück. guten Schuss. Ich habe gedacht, dass der auf die Ablage spielt. Das haben die sehr schön gemacht. Sehr, sehr schönes Comeback. Ja, und auch muss man sagen, also Polo jetzt deutlich überlegen gewesen die letzten Minuten. Hat hier sehr viel Druck gemacht auf den Kreis vom HTRC und dann auch, finde ich, verdienter Ausgleich. Auf jeden Fall. Oh, das ist allerdings auch sehr gut gespielt. Ja, da legt er sich rein. Ja, da konnte Wex
nicht mehr reagieren. War rückwärts reingelaufen. Ja, Bosserhoff guckt, aber auch von Niklas Reuter sehr gut an der Bande abgefangen, den Ball. Ja, von Gersum stark. Bosserhoff. Den holt er auch, der ist hoch. Ja, der ist hoch. Also meiner Meinung nach ist der hoch, aber gut. Außer einer von den jungen Wilden von Gersum, finde ich sehr, sehr gut in der Halle. Ja. Die richtige Idee, sofort abzuschließen und sich auch reinzuwerfen, weil da kann kein Verteidiger irgendwas machen. Aber er ist ihm leicht unterm Schläger durchgerutscht. Leider ja. So. Er ist so ein bisschen hin und her. Ich finde, man kann Stand jetzt auch keinen Favoriten des Spiels ausmachen. Polo ist wieder gut zurückgekommen tatsächlich. Ja, von der Qualität der Mannschaften her können sie das beide gewinnen, ne? Das muss man einfach sagen. Oh, das haben sie schön gemacht. Oh, und das stark. Ist eine Steinig-Qualität! Das ist stark. Das 2:1! Und was für ein schönes Tor. Und das ist genau sein Ding, ne? Auf jeden auch in Fall. Der Bedrängnis, auf schnellen, mit einem schnellen Zieher noch die Lücke gesehen und an Anton Brinkmann vorbei. Sehr, das macht sehr stark. Sehr, sehr schön. Und ich fand auch, so wie er es gefeiert hat, war das eben auch genau diese emotionale Sache, die er brauchte, um hier reinzukommen. Sehr, sehr schönes Ding. Auf jeden Fall. Ja, lange Ecke. Die wird. Ach nee, doch nicht. Freistoß müssen wir nach hinten verlegt. Gut abgefangen von Bosserhoff, von Bartels, Krümel. Ja, auf jeden Fall sehr schön, wenn du, wenn das nicht geklappt hat natürlich mit der Nazio und man dann hier auf dem Pitch steht und das erste, wie du auch meintest, eine Woche Vorbereitung, hat eine Woche Training, direkt hier ins Spiel startet und dann noch so ein schönes Tor erzielt. So schnelle Ausführung. Ja, Körper verfolgt von, ups, ja, von Köbel. Ja, Köbel habe ich tatsächlich noch nicht, Unterkirchner, habe ich dann jetzt noch nicht so aktiv gesehen im Spiel. Ich finde, er hat auch noch nicht so gut reingefunden. Ja, sie spielen ja aber auch keinen richtigen Aufbau, ne? Der hat ja C, kontert viel. Und Unterkircher ist sehr, sehr guter Techniker und jemand, der so wie hier, aber dann eben auch in seinen Mannschaftskameraden reinläuft. Ah, da wollte er zu viel. Hätte er früher abspielen sollen. Also wenn man jetzt raufguckt, hier steht eine komplette österreichische Nationalmannschaft auf dem Feld gerade. Wellern, da ist er. Das macht er schön, muss Pause früher genau. Vorkommen. Ja, das ist halt auch der Riesenunterschied, ne? Die deutsche Nationalmannschaft fährt nach Oman am 13.01. Für die Olympia-Quali, muss unter die Top 3 kommen, ist da absolut einer der Favoriten. Die Österreicher dürfen durch ihre A-Nationalmannschaft im Feld, die bei der A-Europameisterschaft gespielt hat, auch in die Olympia-Quali, aber sind eben krasse Außenseiter. Und da ist die erste Ecke für den HTRC. Sie haben das Glück, dass sie nach Sevilla müssen und nicht nach Oman. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Ja, das Wetter in Oman würde ich mir auch sehr gerne jetzt geben. Bei den okay. Mitterrichtsbedingungen. Ja, das stimmt. Ja, aber auch schöne Erfahrung. Jetzt Ecke gegen, natürlich sehr viel Qualität genau. auf der Platte. Ja, Unterkircher. Unterkircher und der kann sehr gut direkt unter die Latte. Und Körper in der Mitte ist auf der Ablage tödlich. Also da muss man jetzt richtig, richtig gut verteidigen. Gas motiviert sich nochmal. Das war nicht optimal, aber der ist so platziert in den Pfosten, da hast du keine Chance. Sehr guter Schuss von Michael Körper. Ja. Das ist das 2:2. Das 2:2. Genau, das ist die Qualität, die Michi Körper halt immer noch hat. Generell in der Halle hat er eine unfassbare Qualität nach wie vor, aber die Ecken sind halt immer noch unglaublich gut. Auf jeden Fall.
Also ja, so schwer zu verteidigen sind. Wenn er das Ding da abdrückt, wie willst du da hinkommen? Aber 2-2, noch 2 Minuten 30 im letzten Viertel, finde ich, wird dem Spiel absolut gerecht. Hier ist kein Team irgendwie überlegen. Das hast du ja auch schon gesagt. Insofern können beide auch mit zufrieden sein. Ist natürlich sehr viel, also die Hektik, die wir eigentlich in diesen Spielen kennen, die ist noch nicht so da. Ich denke, die kommt natürlich auch bis zum Ende hin. Die kommt immer zum Ende hin. Oh, genau, das heißt, jetzt Krümel Bart jetzt im Kreis. Macht er den Zier. Oh ja, das war eigentlich alles richtig gemacht. Hat ihn sich hinlegen lassen und dann einen Tick zu hoch abgeschlossen. Schade. Sehr schade. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Risiko, wenn man nochmal nach außen zieht, dass man in der Halle sehr schnell den Winkel verschlechtert. Ja, und du kriegst eine leichte Rückenlage und dann geht er halt mal zu hoch. Der ist wieder schön. Oh, das ist schön zurückgespielt. Sehr schön. Sehr schön von den Jungs. Und da ist das Tor durch Paul Smith. Paul Smith stand da genau richtig. 3-2. Alles konzentrierte sich in der Mitte auf Leon Törnblom, unseren Kapitän. Und dann stand Paul halt hinten ganz richtig und ganz starker Ball von Krümel Bartels, der den da durchbringt. Ja, und damit führt Polo wieder. Das haben die sehr schön gemacht, sehr schön rausgespielt. 90 Sekunden bis zur ersten Viertelpause. Jetzt machen die Druck. Die wollen jetzt noch ein zweites Tor nachlegen, kurz vor Schluss. Ja, und es wird natürlich auch viel schwerer, wenn du so unter Druck gesetzt wirst, hier vernünftig aufzubauen. Das macht Steibi gut. Ja, aber klarer Schlägerfoul, ne? Ja. Ja, wenn du bedenkst, hier stehen einfach mal 5, 6 österreichische Nationalspieler auf dem Feld. Davon sollen 4 ab dem 11. draußen Olympia-Quali spielen. Das ist natürlich auch ein hohes Risiko, ne? Auf jeden Fall. Aber daran siehst du eben auch, dass der Wert des Hallenhockeys in Österreich halt ganz anders ist. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht so verstanden, wieso der jetzt nicht aufgenommen wurde dabei. Achso, nee, das war eine lange Ecke. Tut mir leid. Ja, also er hat ihn nicht aufgenommen, um kein Risiko einzugehen, glaube ich. Ja. Ja, ich finde die Schiedsrichterleistung ist heute auch sensationell. Ja, du kannst aber auch nicht viel bessere haben. Also das ist schon wirklich das Nonplusultra. Ja, es gibt natürlich noch ein Dutzend andere sehr, sehr gute, aber diese beiden sind halt wirklich brillant. Oh, das macht er sehr schön. Oh ja, das war... Ah, da wollte er ein zu viel. Das ist so ein bisschen Feldhockey, ne? Da legt er ihn vorbei und läuft drumrum. Das ist natürlich auch schwierig. Ja, richtig. Dann noch 8 Sekunden. Dann sucht er die Anspielstation. Nee, aber Leon wird da nichts mehr machen. Vielleicht noch einen schnellen Ball. Gefährlich. Oh, der war sehr risky. Okay, aber er hat gesehen, da sind nur noch 3 Sekunden. Dann versucht er ihn halt durchzubringen. Ja, also 3-2 Polo nach dem ersten Viertel. Will ich sagen, überraschend, aber... das ist schon ein gutes Ergebnis gegen den Tabellenführer. Und wenn man so weiterspielt, und ich finde, da muss man gar nichts groß ändern. Die Chancen sind da. Ich finde auch, dass Polo mehr Kreisszenen hat. Und insofern, ich würde so weiterspielen, wenn ich der Trainer wäre. Aber sowohl Bechi als auch Robert Tiches sind da ordentlich im Einsatz gerade. Eventuell sagen sie auch so weitermachen, aber das weiß man natürlich nicht. Aber das sind einige Ansagen gerade, die getroffen werden. Und beim HTAC mit Thomas Schlaskowski auch ein extrem guter Hallentrainer. Ich meine sogar, dass er selbst mit der polnischen Hallennationalmannschaft lange gespielt hat. Bin ich aber nicht ganz sicher. Aber der hat diese Saison ja auch schon vieles richtig gemacht. So, jetzt sind noch ein paar Kinder auf dem Platz. Eigentlich ist die Sirene abgelaufen. Sollte hier jetzt weitergehen? Ah, einige Zuschauer hier auf der Suche nach einem etwas besseren Platz. Das ist heute schwierig, denn es ist voll bis unter das Dach. So, Schiedsrichter sind bereit und dann geht's weiter. Sehr gut, Bosserhoff, ohnehin starker Brettleger, holt ihn sich da ab. Ja, da drückt er
Björn Shatterhay seinen Gegenspieler einfach mit über die Linie. Eine lange Ecke. Ist okay. Shatterhay kam ja vom MSC, galt da auch als sehr guter Hallenspieler. Hat jetzt im Feld aber auch schon klasse Spiele gemacht. Hat hier Spaß gemacht. Ein guter Neuzugang. Auch U21-Nationalspieler gewesen. Ah, sehr gut. Von da Wasser holt er sich abgefangen. Den Ball gut. Mal sehen, ob er vorbeikommt. Jawohl. Ah, ja. Das ist halt ein bisschen länger kommen müssen. Aber Steibi hat ihn trotzdem. Und da ist er am Posten. Da wollte er schon zum Ding. Jubel ausholen. Ja. Ganz stark mit der Rückhand, mit der kleinen, einfach an den langen Pfosten gelegt. Schade, dass der Innenpfosten war. Ja. Ja, für Paul Smith nicht zu kriegen oder schwer zu kriegen. Der war sehr hart hier in die Ecke. Oh. Ja, das ist immer gefährlich. Man darf Michikappe eigentlich keine Chance geben, weil er zieht immer durch. Und ist deswegen auch so erfolgreich. Wenn da eine Lücke ist, versucht er den Abschluss. Das ist ein schöner Aufbau, aber da fehlt Pause mit vorne in der Spitze. Ja, es ist schwierig einzuschätzen. Ne? HTHC spielt immer noch das, was sie spielen wollen. Die stehen alle im sogenannten Turm. Läuft links einer ein. Der Ball kommt immer nach links außen und wird wieder nach hinten aufgebaut. Die Jungs versuchen reinzukommen. Polo steht kompakt. Sehr gut abgegriffen von Olli Binder. Der ist natürlich auch ein brillanter Techniker. Da fehlt 90 da, jemand. Da wollte Olli ihn sich ganz schnell auf die Vorhand legen. Das hat aber nicht geklappt. Oh ja. Das ist unter Kircher sehr, sehr gut. Och, im Rücklaufen. Glück gehabt, dass es vorm Kreis war. Ich finde, Unterkirchner tanzt auch mit dem Ball. Ne? Also es ist, der ist ein extrem guter Techniker. Das waren keine 3 Meter, sagt Christian Blasch. Deswegen abgepfiffen. Er ist ein extrem guter Techniker. Also bei Polo auch eine gewisse Enttäuschung, dass er dieses Jahr nicht zu Polo zurückgekommen ist. Letztes Jahr hier mit dabei, aber leider auch nicht erfolgreich genug, ehrlich gesagt, mit dem Team. Es hat nicht geklappt, was man sich vorgenommen hatte. Ist natürlich der HTRC vielleicht. Ah, schade. Das Team gewesen, was ein bisschen mehr versprochen hat. Die sind ja alle ehrgeizig, die Jungs. Die wollen auf jeden Fall irgendeinen Titel. Und das scheint er sich beim HTRC eher versprochen zu haben als bei Polo. Jetzt gucken wir mal. Es ist ja so, dass die Nordclubs im Viertelfinale gegen die Berliner Clubs spielen, was für den ersten Nordclub immer ein sehr gutes Los ist, weil der zweite im Osten meistens nicht so stark ist. Der erste ist der BHC und der spielt halt in Berlin auf Parkett. Ja, stimmt. Das ist sehr ätzend. Ja, daran erinnere ich mich ja noch. Ja, genau. Mit den ganzen das heißt, also sollte Polo Zweiter werden, sollte Alster Zweiter werden, einer von den beiden muss dann eben so HDRC. Aber der erste Platz ist auch nicht ausgeschlossen, ne? Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, selbst wenn sie hier heute verlieren sollten, dass der HDRC sich den ersten Platz noch nehmen lässt. Dafür sind die zu gut in der Halle und die haben eben Körper und Hasun, die nicht zur österreichischen Nationalmannschaft mitfahren. Backer als Neuzugang. Sie haben noch einen sehr starken Polen, den Maximilian Koperski, der bei Floppy gespielt hatte und bei Frankenthal auch ein sehr guter Heimspieler. Also eigentlich das wäre schon eine ziemliche Überraschung, wenn sie den ersten Platz. Ja, das stimmt, klar, aber ich finde Hallenhockey darf man auch nicht unterschätzen. Da passieren Dinge, die man eigentlich nicht erwartet. Das stimmt. Und dementsprechend, ich bleibe weiterhin optimistisch, wieso nicht? Ja, bin gespannt. Da können wir dann Ende der Saison mal drüber reden, auf ob du recht hattest. Sehr gerne. Aber. Also es hängt natürlich auch ganz viel davon ab. Also A, wie sie heute spielen, aber B, wie sie das Heimspiel gegen Alster am Freitagabend gestalten. Ah. Und aus Polesicht hoffst du dann eigentlich, dass der HTRC gewinnt. Ja, das kommt auch dazu natürlich. Ja, es ist immer schwierig, ne? Man muss halt immer ein bisschen abwägen, entscheiden. Ich meine, ja, die Spieler haben manchmal auch nicht einen guten Tag. Du kannst natürlich auch in Berlin beim BHC gewinnen, so ist es nicht. Die spielen auch ohne Zwicker, aber die haben natürlich eine verdammt gute Hallenmannschaft auch. Und die kennen vor allem das Spiel auf Parkett, auf diesem rutschigen Untergrund sehr, sehr gut. Der hat meiner Meinung nach nie gelegen, aber gut.
Ja, ich erinnere mich, das war auch ein unfassbarer Fight damals noch mit Billy, der auch mitgespielt hatte, Paul Zettler, Max Yanuglu, Max Werner. Ja, ja, das ist, also es muss 3 Jahre her sein. Oh, der macht das sehr schön! Da ist Konstantin Stein erneut. Sehr schön! Absolut on fire. Und macht hier einfach mal den 2-Punkte-Vorsprung, den 2-Tore-Vorsprung klar. Und diesmal von der Vorhandseite ins lange Eck. Das ist genau sein Ding. Über Kickerhöhe. Anton Brinkmann, obwohl er da ist, keine Chance, den zu kriegen. Das ist für einen Torwart ja die ätzendste Höhe, so ein bisschen über Kicker. Weil ja, du halt, ja, klar, selbst wenn du, da musst du halt schon die Schiene hinterbringen und dafür musst du ein bisschen, noch ein bisschen mehr Reichweite haben. Nur es bringt man ein brillanter Hallentorwart, auch Europameister geworden in Berlin vor 4 Jahren. Also ist ein sehr, sehr guter Hallentorwart. Ja, ich muss auch sagen, die Jungs haben auch wirklich so einen Stürmer wie Konsti Steib einfach auch gebraucht. Naja, klar, den brauchst du immer, ne? den hätte jeder gerne. Auf jeden Fall. Den hätte jeder gerne. Auf jeden Fall. Und ich finde, du merkst halt, dass der richtig Bock hat. Und das war ganz stark von Törnblom. Oh, macht der schön! Den macht er so schön rein! Das ist das 5:2. Sehr, sehr starkes Tor des Captains. Da haben sie mit dem Abspiel zu Steib gerechnet. Und dann macht er ihn mit der Rückhand auf dem kurzen Zier. Sehr, sehr stark. Ja, hat der Junge das Momentum genutzt. Ja, wie man sieht, Polo wird immer heißer. Ja. Hat jetzt hier gerade noch etwas verunsichert, aber ich denke mal oder ich weiß, dass sie auch ziemlich schnell wieder in die Partie finden werden. Ja, Versuch, den schnell zu lösen. Ja, die Ecke gepfiffen. Schwierig. Ah, da war Backer ein bisschen verärgert, weil den er da gerne noch einmal gezogen und reingemacht. Aber auch so natürlich eine sehr gute Chance wie immer. Unterkircher und Körper, das österreichische Annehmerduo da wie vorhin. So, mal gucken, ob die Polo-Jungs diesmal was dagegen unternehmen können. Garst muss auf jeden Fall Unterkircher Schuss haben und dann muss irgendeiner bei Körper sein. Mal gucken, wie es klappt. Oh ja, der geht. Ah, der würde. Nee. Der geht vorbei auf jeden Fall. Naja, ich glaube, es ist tatsächlich. Also, er hat lange Ecke gepfiffen, oder? Das heißt, es war ein Körperteil, was geschützt war. Also, war eventuell der Handschuh oder irgendwas. Sehr stark dann gerettet, natürlich. Aber das sah schmerzhaft aus. Ah, da ist die Ecke allerdings wieder. Hat der C drückt jetzt. Ecke Nummer 3. So, eben hat Unterkircher direkt geschossen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, jetzt auch Hasun, mit Zabar Hasun sagt ja an. Im Zweifel sind 99 von 100 Aussagen, spiel Michi an. Ja, bei der Hallen-WM hat er auch gezeigt, was er da kann in Ecken. Körper oder Unterkircher? Beide. Also, beide, tatsächlich ja, beide. Genau. Ja, gucken. Ja, doch nochmal selbst. Und wieder Pfosten rein. Ja. Als wenn sie das üben. Das üben sie, aber ob sie den Pfosten üben, das weiß ich nicht. Das war schon stark. Ja, okay, 5:3. Der Vorsprung noch. Gut, den sollten sie mit in die Halbzeit nehmen, wenn es irgend geht. Vielleicht noch einen nachlegen. Jetzt macht HTHC Druck. Ja. Paul Smith. Seite. Sehr gut. Ja, ich finde immer diese Reklamation schwierig. Ich denke mir wirklich, die sagen Schläger stellen, aber du musst ja auch irgendwie den Ball annehmen können, ne? Ehrlich gesagt. Da hat er den. Und da macht er ihn! Das ist stark. Da macht er ihn! Das 6:3. Paul Smith. Sehr schön. Und eine Blaupause zu den ersten Toren, ne? Ein langes Eck mit der Rückhand. Wunderschön. Wieder über Kickerhöhe. Bringt man. Fragt sich gerade, was hier los ist. So viel hat er noch nicht halten dürfen heute. Also, alten Abstand wieder hergestellt. 6:3. Jungs wieder Pressure. Ja, sehr schön gemacht. Shadow, hey, hat ihn. Körper auf dem Weg. Sehr gut abgeblockt den Angriff. Er kann jetzt eigentlich nur rausspielen. Genau. Das hat er schön gemacht. Das hat er sehr schön gemacht.
Ah, ah, das ist die lange Ecke. Naja, gut. Ich habe den auch tatsächlich hochgesehen, aber... Ah. Ja, kann man nichts machen, ne? Also, Entscheidung ist Entscheidung. Ja, und Christian Blasch ist da sehr, sehr gut in der Kommunikation auch. Sagt da sehr klar und sehr deutlich, was Sache ist. Jetzt hat er, glaube ich, auf Malte, sich mit Malte unterhalten. Weil jetzt geht der Pfiff doch in die andere Eckrichtung. Doch nicht lange Ecke. Da holt sich Paul den gut ab. Ah, ah, Fuß. Keine Ecke. So, noch 4 Minuten bis zur Halbzeit. Ah, Shadow Hay. Das ist immer ein sehr, sehr riskanter Ball. Der Kircher war schon dran irgendwie. Jetzt ist. Oh, das hat er schön gemacht. Steib gefangen. Oh, das ist. Das ist ganz übel. Oh, das ist eine Karte. Das muss eine Karte sein. Ja. Und es ist zu seinem Glück nur grün. Oh, finde ich schwierig. Ich meine, da ist er schon unten und. Ja, der steht direkt vor ihm, ne? Also er zieht durch den Mann durch und das ist übel. Ich meine, es ist sein eigener Mannschaftskamerad, ne? Sein eigener Nationalmannschaftskamerad. Das ist, glaube ich, Benjamin Köbel, der da liegt. Ja, keine gute Szene, ehrlich gesagt. Der Fehler geht allerdings von Polo aus. Der Ballverlust von Paul da am eigenen Kreis natürlich unglücklich. Ah. Oh nee. Kriegt Applaus, muss raus. Das sieht gar nicht gut aus. Naja, mal abwarten. Das hat erstmal wehgetan. Ich hoffe, dass das Eis, dass da ein bisschen Eis das löst. So, Bosserhoff zurück. Polo jetzt in Überzahl, wollen das gerne irgendwie noch in was Zählbares ummünzen. Das war gut. Ja, Xaver Hasun nimmt ihn sich hier. Und den holt er sich gut, den holt er sich gut. Kannst, ja, dann Körper wartet da hinten schon auf den Rückpass. Jetzt hat er überlegt, sich den besten Techniker zu nehmen. Ja, der Versuch, schnell genug zu sein, aber Hasun ist so abgewichst im eigenen Kreis, das ist ganz schwer, da was zu holen. Ja, man merkt langsam, ich werde stiller. Es wird immer spannender gerade. Sehr gut von Olli Binder. Das macht er schön. Das hat er sehr schön gemacht, der Junge. Ah, das war... Ist da wieder die Rückhand gefragt? Nee, die Vorhand. Ah. Ja, ist die Frage, ist der bespielbar oder ist der nicht bespielbar? Christian Blasch sagt, der ist nicht bespielbar, aber er wird eben auch nicht von Brinkmann nicht bespielbar gemacht, sondern dann gibt es eben das Bulli vorm Kreis. So, jetzt haben wir noch 1,45 bis zur Halbzeitpause. Polo mit 3 Toren vorne. Ja. Mal gucken, kann der HTRC noch einen nachlegen. Ich glaube, die Strafzeit gegen Unterkircher ist längst vorbei. War frech vom Pöhling, ne? Aber gut gemacht. Die holen sich gut. Die holen sich den gut. Oh. Ja, von Gersum. Wie ich finde, unglaublich dynamisch, wenn der antritt. Macht er gut. Ja. Ja, stellt er gut den Körper rein, das Michel Körper. Den und, Körper, ja. Den Körper nicht, sondern den anderen. Ja, ja. Ja. Noch 54 Sekunden. Genau. Aber wäre gut, wenn Polo die drei Tore mit in die Pause nimmt. Das ist im Hallenhockey nichts, aber trotzdem natürlich irgendwo beruhigend erstmal. Natürlich auch eine gute Bestätigung für die Leistung. Sehr gut gemacht. Paul muss jetzt ein bisschen Tempo. Ah, okay. Ich habe den am Fuß gesehen, aber gut. Nee, das war der Schläger. Ah, okay. Ja.
Hat jetzt die Würde gerne, aber keine Anspielstation vorne. Das Polo steht gut. Noch 20. Ja, jetzt heißt einfach für die Jungs einfach nur halten. Ja, von Gersum ganz, ganz stark. Ja, ja hoch. Noch 14 genau. Sekunden. Ja, ah. Den kann er nicht. Das ist unmöglich. Auch ganz faires Abklatschen hier. 3 Sekunden. Den hat er gut. Sehr gut. Also, Halbzeitstand. Polo HTRC 6-3. Und ich sage jetzt mal, nicht unverdient. Nee, würde ich auch nicht sagen. Wirklich stark gespielt und unfassbar schöne Hütten auch dabei. Hier vor allen Dingen von Konsti Steib, der heute sein Debüt in dieser Hallensaison feiert. Und tatsächlich gerade den Unterschied ausmacht. Auf alle Fälle. Ich bin sehr gespannt, wie es gleich weitergehen wird. 6-3. Ja, aber in der Halle kann ja viel passieren, wie wir wissen. Das ist richtig. Ja, wir verabschieden uns mal für ein paar Minuten und sind kurz vor Start der zweiten Halbzeit wieder da. Bis gleich. Bis gleich.
jetzt Polo zurechtlegt, denn irgendwas müssen sie anders machen. Polo sehr, sehr schön gekontert, zum Teil ganz tolle Tore von Konsti Steib, der hier nach der Pause wieder dabei ist. Erstes Hallenspiel macht in dieser Saison, dreimal schon getroffen hat. Hier schneller Ball nach vorne von Olli Binder, den hat er jetzt hier machen lassen. So. Und jetzt gucken wir mal. Ja, Unterkircher gleich wieder gegen Köbel. So, da bin ich wieder. Da ist auch Ramin wieder, sehr gut. Ja, ist in die Richtung gepfiffen. Ja, Köbel ist wieder drin, ne? Ja. Köbel ist wieder drin, genau. Ist auch. Sehr gut von. Oh, sehr schön, schön abgefangen. Und jetzt 3 gegen 2. Wie spielen Sie die Überzahl aus? Das ist super. Der wäre schön gewesen. Sensationell gemacht. Schade, dass Krümelbart jetzt ein bisschen wegrutscht. Oh. Ja. Weiß. Ja. Ich weiß nicht, warum 3 Meter? Das war doch kein Freistoß. Das verstehe ich gerade auch gar nicht. Ja, Christian Blasch fragt auch lieber nochmal nach. Ach, 3 Punkte, sagt er. Okay, aber der ist weggerutscht. Also bei einer absichtlichen Aktion würde ich das verstehen können, aber Törnblom ist ja weggerutscht mit dem Standbein. Ja, richtige Entscheidung. Christian sagt sogar, war ein Foul dabei. Okay, na gut. Deswegen jetzt sogar für Polo der Freistoß. Ja, ein bisschen Glück auch, weil Malte Garske hätte es jetzt anders entschieden. Christian Blasch hatte das gesehen, stand da an der Bande ja auch dahinter und hat sich dann bei seinem Kollegen kurz bemerkbar gemacht. Aber auch keine Proteste beim HTRC. Ja, vom Spielstil genauso wie im ersten Viertel und im zweiten. Das sind ja noch bisher keine keine neuen Versuche, sage ich mal. Ja, ganz stark von Pöhling, ne? Durch den eigenen Kreis und dann aber trotzdem den Freistoß sich geholt. War ganz schön im Bedrängnis. So, aber hier auch Michi Körber nicht gefunden mit dem Querball. Der ein bisschen indigniert nach unten guckte daraufhin. Ja, Paul Smith sagt, der schubst mich doch. Ah ja. So ein leichter Kontakt, gerade wenn beide hinlaufen, ist sicherlich immer da. Ja. Ja, den darf er nicht direkt in den Kreis spielen. Jetzt kommt tatsächlich Steib. Ah, jetzt machen die einen Blockwechsel. Steibi zusammen mit Jojo, sehr viel Erfahrung gleich auf der Pitch. Ja, und Tempo. Das sowieso. Also, durch Jojo natürlich. So, Paul Smith drückt ihn jetzt da rein. Ah, der war auch ein bisschen hoch, ne? Aber egal. Ist Ball HTRC. Ja. Kian Pöhling sucht da, aber findet niemanden. Asuna von Gersum, der das sehr, sehr gut macht. Das haben die schön gemacht, das haben die schön gemacht. Ich weiß nicht, ob es Absicht von Reuter war, den durchzulassen, aber am Ende letztlich dann Xaver Hasun völlig frei, verkürzt auf 4-6. Schönes Tor dann auch über Niklas Garst hinweg unter die Latte. Bisschen glücklich hier im Aufbau, aber schönes Tor am Ende. Aber jetzt wachen auch die HTRC-Fans ein bisschen auf. Ja, Bosserhoff gegen Van Gersum. Von Gersum selbstverständlich. Das, die Kleinigkeit sollte man auf jeden Fall immer richtig machen. Ja, jetzt ist HTRC am Drücker. Ja, die müssen ja aber auch. Ja, aber die nutzen jetzt natürlich auch das Momentum, ne? Das Tor. Ja, doch auf jeden Fall Kraft. Das ist schön geholt von Scheibi. Ehrlich gesagt, ja genau. Da hat Kilian Pöhling aber Glück, dass er nicht noch eine Karte sieht, weil er nachhakt. Also ja. hat Blasch auch geahndet und insofern. Ja, sowas finde ich immer schwierig, ne? Diese Unterbindung und dass es jetzt keine Karte gibt, da verstehe ich auf jeden Fall Bechi. Schon nachvollziehbar. Ja, also klar, die beiden Polo-Trainer stehen da und sagen, warum? Der macht das absichtlich, der versucht ihn aufzuhalten. Aber gut.
Christian Blasch hat es mit der Ecke geahndet. Das ist immer die Frage, hat die persönliche Strafe noch oben drauf oder nicht? Und ja, auf in diesem Fall, Fall hat er gesagt, die Spielstrafe reicht mir. Jetzt gucken wir mal, was da entsteht. Ist hier die Ecken gut bei Polo? Oh! Ja, der ist nicht hoch genug, glaube ich. Nee, der war leider flach. Wenn er hoch wäre, glaube ich, tatsächlich. Oh, da gab es einen Zusammenprall. Bosserhoff und ja, Hülling. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, die waren beide auf dem Weg zum Ball. Ist auch nicht so dramatisch. Aber das Spiel hat das Potenzial, jetzt ein bisschen hektischer und unsauberer zu werden. Die Aktion von Unterkircher Ende der ersten Halbzeit war schon nicht nett. Ich hoffe, dass das hier ruhig bleibt, ehrlich gesagt. Oh, stark. Oh. Anton Pöding. Nee, ist alles easy. Ja, boah, das hat er gut gemacht. Nimmt ihn mit. Ja. Steib hängen geblieben. Auch in Ordnung. Darf sie jetzt nicht ran. Boah, frech. Von Gersum. Stark. Oh ja, durch die Beine. Unterkircher Versuch. Hat Garst aber geahnt. Da auch wieder geahnt. Jetzt der Schuss von Anton Pöding. Da war Björn Schedderhey nicht schnell genug unten. Und das gibt die Ecke für den HTRC. Ja, der HTRC jetzt am Drücker, hat mehr vom Spiel. Polo muss zusehen, dass sie das Momentum wieder kriegen. Ja, ist leider sehr schleppend, lässt auch auf jeden Fall nach gerade. Das ist, die Leistung muss wieder hoch. Wichtig wäre vielleicht, die Ecke nicht zu holen. Körper nicht auf dem Feld, das heißt Unterkircher und eventuell Anton Pöling dann in der Mitte auf Ablage. Ich glaube, es wird Unterkircher wieder selber machen. Ah, jawohl, und holt ganz, sich Gast, ganz super. Stark von Gast. Sensationell. Ja, das war wichtig. Und jetzt? Och, ist das gut. Och, ist das gut. Es macht so Spaß, ihm zuzuschauen. Ja, grandios. Schade. Standing Ovations hier. Schade. Sehr, sehr gut. Ja, Vorsicht, Unterkircher kann das auch. Gut gemacht von Julio Fröschle. Den Löffel dazwischen gehalten. Oh, da holt er geholt. Den. Aha, und dann dreht er sich raus und macht ihn rein! Durch die Hosenträger! Sehr jawohl. Schön! Sehr, sehr schön! Himmelbartel, so ein wichtiges Tor. Den Abstand wieder auf 7-4. Und auch stark von Jojo Fröschle. Abgeholt, rübergegeben auf Bartels und der macht ihn rein. Das ist wichtig. So ein bisschen gegen den Flow. Sehr wichtig. Ja, der war hoch. Ja, komm, schnell ausführen, ne? Aber. Ja, den zieht ihn sich rein. Aber lieber jetzt doch nochmal Aufbau über hinten. Ja, wie man auch merkt, die Halle ist natürlich sehr leise geworden. Alle sind sehr gespannt. Sehr fokussiert. Körbel gut gemacht. Ah, das ist Paul Smith. Paul Smith. Da fehlt ja, jemand. Da war Krümelbart ist ein Tick zu spät und jetzt ist Xaver Hasun auf dem Weg nach vorne. Ja, ist es, ja, das ist das Tor. Der geht da noch rein. Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Der Mittelweg komplett auf. Ich verstehe es nicht. Also es ist ja zweimal tatsächlich passiert, statt da jemand drauf geht im Mittelweg. Es war natürlich sehr brachial, wie er da durch die Mitte gezogen ist. Aber, ja, aber dennoch. Er nimmt die Bretter mit weg und hat Erfolg. Oh, und? Sollte durch die Beine. Nee, da hätte er. Ja, hätte hoch, aber du entscheidest dich für was. Und bisher war Anton Brinkmann unten zu überwinden, nicht oben. Ja, eben. Ui, ja, klare Ecke. Haben die schön kommt gemacht. Da einfach zu spät, Michi Körper. Weiß er aber auch selbst, ärgerte sich selber drüber. Wäre natürlich jetzt ganz wichtig, gleich wieder den Score auf 3 hochzuschrauben. Ja, hätte einfach gereicht, ihn unten rechts oder links reinzuspielen, ne? Aber wenn du durch dann, die Beine... Aber Brinkmann kommt entgegen, das ist nicht so einfach. Also die Entscheidung triffst du halt und dann ist sie halt mal richtig und mal ist sie nicht richtig. So. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Ah, ich vermute mal, Paul Smith wird schießen. Ja. Hat er in der Halle gut bewiesen? Hat Kölbel hat auch eine gute Ecke, schauen wir mal. Ablage auf jeden Fall. Guck. Oder so! Jawohl! Oder so! Das, was genau du meintest! Genau das war die Antwort. Sehr, sehr stark. Benny Kölbel links oben eingeschweißt.
Und das ist dann auch schwer für Anton Brinkmann, der sich bisher auf nur flache Schüsse konzentrieren musste. Ja, auf jeden Fall, klar. Und dann sagst du, okay, dann zeigen wir mal, das geht oben auch. Und dann steht es 8-5. Ja, man muss ein bisschen das Stimmungsbild natürlich auch ändern, ne? Die Taktiken ändern, schauen, wie kommt man am besten durch, wie kann man am besten den Torwart gewinnen. Sehr gut hier, sehr gut abgefangen von Leon Törnblom, dem Kapitän von Polo. Stark gemacht. Ja, Unterkircher tendiert in so Drucksituationen immer dazu, dann vieles selbst zu machen. Darauf darf man spekulieren. Gersum stark. Ja, aber siehst du, was ich meine? Der Mittelweg ist immer sehr, sehr offen. Ja. Oh ja. Da versucht Tom Schneider aufs kurze Eck. Trifft nur das Außenbrett. Drüben war einer frei. Allerdings hatten die Poloraner die Bretter auch liegen. Es ist so schwer. Es ist oft so, ja, nur noch ganz kleine, kurze Entscheidungschance. Ah, jetzt holen die den Torwart raus. Ja, interessant. Wir haben gerade noch 5 Minuten im dritten Viertel und der HTRC spielt mit 6. Ja, das ist natürlich immer eine Stärke von denen, ne? Ja, das können sie mit Sicherheit gut, sind wahnsinnig eingespielte Mannschaft. Mal von Unterkircher und Backer abgesehen. Stark. Na, Oh, das ist schwierig. Da legt er nur den Brett. Ja, Olli Binder sagt, es ist ein klares Fuß vorher. Da legt er nur den Brett. Und es wird hier... Ah, er kriegt jetzt Bäche die Ansage. Aber auch zu... Also, ja, verständlich. Ich habe das Fuß ehrlich gesagt nicht gesehen. Doch, Olli Binder hat tatsächlich sein Brett gelegt und geht an den Fuß von Körper. Naja. Die Zuschauer sehen es wahrscheinlich jetzt in der Zeitlupe. War es Fuß, Jungs? Fuß von HTRC. Okay, das ist schlecht. Okay, also in der Regie kam Fuß von HTRC. Nun gut, das ist eine Entscheidung, mit der muss man leben. Die Schiedsrichter haben diese Zeitlupe nicht. Ja. Und insofern, no blame. Das ist so schwer, das hier zu entscheiden. Ja, aber... Unterkirche, Körper ist okay, die haben die Ecke, die haben die Ecke. Ich hatte es im Gefühl, die haben die Ecke und da geht Steibi ab. Da geht Steibi ab. Und er macht und das Tor zum 9:0. Jawohl. Und rückt die Tribüne auf. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Und meine Stimme ist weg. Der ist einfach so wahnsinnig schnell. Und wenn da nicht mal ein Torwart hinten drin steht, hast du keine Chance. Irres Ding. Sehr, sehr geil. Die Ecke geholt und Steibi dann im Konter und es steht 9:4. Ganz großes Kino. Und wer das jetzt im Bild sieht, Anton Brinkmann sitzt zwar auf der Strafbank, aber er ist nur ausgewechselt. Also da hat er jetzt entschieden bei 5:8 den Torwart schon rauszunehmen, Ende des dritten Viertels, was Polo jetzt einmal bestrafen konnte schon. Ja, das Kollektiv ist gerade auch sehr, sehr... Ja, spielen jetzt in einem Fünferwürfel relativ gut. Sehen halt zu, dass sie da Niklas Reuter ab und an hinten laufen lassen. Michi Körper läuft jetzt hinten alleine. Ja, Anton Pöhling da weggerutscht. Der ist gut. Ja, Leon Törnblom, ach, sehr, sehr gut gemacht. Boah, weiß ich nicht. Ja, Leon hat nichts gesagt, das war schon okay, glaube ich. Wobei ich auch gesehen habe, dass Niklas noch einen Schläger... Da war wieder der Versuch, schnell zu schießen von Unterkircher, aber weggerutscht. Ah. Ja, leider dann gefährlich, beziehungsweise hoch und nicht kontrollierbar und dann gibt es die Ecke. So, wir haben 2 Minuten. Der hätte warten müssen, bis der Ball auf dem Boden pitcht, oder? Ja, oder was, ja, aber das kannst du da ja, die stehen da ja, die stehen da im Würfel. Da, wie willst du da was machen? So, aber Niklas Gast ist irre on fire. Mal gucken, ob er sich den auch holt. Weiterhin alle beim HTRC, alle wichtigen Leute da. Unterkircher zur Annahme, Körper in der Mitte. Mal sehen, ob sie es nochmal so spielen.
Sehr das stark. Macht er sehr schön. Mit dem Helm. Sehr schön, Gazi. Ganz stark geholt. Ja, der hat sich da jetzt drauf eingestellt. Kopf. Gegen den Helm ging der Ball. Ja, gegen den, genau. A. So, hat der C weiter mit einem Mann in Überzahl. Ohne Torwart. Sehr schön sehr geholt. Gut sehr geholt schön von geholt. Leon Ternblüm. Sehr, sehr stark. Oh. Ja, da war eine Behinderung durch Steib. Okay. So, hat der C noch eine Minute bis zur letzten Viertelpause. Oh, das ist... Ja, Jochen Backer, der den da nicht kontrollieren kann. Von dem hat man bisher noch ganz wenig gesehen. Also noch eine Minute zu spielen in diesem Viertel. Ja, Bosserhoff lässt ihn da nicht. Hä? Ja, ich. Ja, muss man. Weiß ich auch nicht. Gefühlt war's. Insofern, wir sagen jetzt mal. Zu Recht. 30 ja. Sekunden. Aber die Jungs bieten alle sehr gutes Hockey. Es ist sehr, es macht Spaß. Genau. Gut, wir sind ehrlich, es macht Spaß, weil Polo vorne ist. Natürlich. Ja, klar. Hoppala. Nee, das ist auf jeden Fall klar. Was ist denn gerade umgefallen? Irgendwer. Irgendwas, nicht irgendwer. So. Ja, nee, aber ich finde... Noch 12 Sekunden, 10 Sekunden. Steig im Team zu sehen, das tut auch unfassbar gut. Das ist auch sehr schön, ihn wiederzusehen. Sehr gut gemacht. Den Schläger da gehabt, Törmlum. Ja, Leon wollte Steibi jetzt nochmal nach vorne schicken. Aber er hätte ihn so gerne nochmal laufen sehen. Ja, klar. Na gut, also, letzte Viertelpause. Eine Minute. Mal sehen, was der HTRC macht. Ich glaube kaum, dass sie Brinkmann wieder reinbringen. Die werden es weiter versuchen in Überzahl. Und Polo hat das sehr, sehr gut verteidigt zuletzt. Vielleicht ein paar Ecken weniger zulassen, denk wenn das irgend geht. Würde ich auch sagen. Weil, also sie haben sie jetzt brillant verteidigt, aber Körper ist viel zuzutrauen. Und bisher haben sie immer Unterkirche angespielt bei der Rausgabe. Ich würde tippen, dass irgendwann Körper sagt, pass auf, Junior, das mache ich jetzt selbst. Ja. Ja, also durch einen Sieg würde Polo wieder um 2 Punkte an Alster vorbeiziehen. Dann wird das Spiel morgen wird ohnehin grandios. Also Polo Halle wird sicherlich wieder ausverkauft sein. Ich weiß, dass Alster auch relativ viele Karten sich versucht hat zu sichern. Und auch der Stream hoffentlich wird ähnlich heiß und interessant wie der hier. Aber wir haben jetzt noch 15 Minuten. HTRC wieder mit 6 Mann auf dem Feld. Anton Brinkmann sitzt nach wie vor auf der Strafbank, ist aber keine Strafe. Maximal die Strafe des Trainers, dass er ihn nicht reinlässt, weil Anton will immer spielen. Und Polo weiter mit Keeper dagegen. Und bislang hat die Überzahl, die künstliche, lediglich ein Tor für Polo gebracht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Paul Smith, hat schöner Dreher. Ah, da musst du ihn abschließen eigentlich. Ja, tut er auch. Ja. Ecke. Ja, da stand Kilian Pöhling noch dahinter. Sonst wäre das ein 7-Meter gewesen. Aber schön. Aber jetzt eben Ecke ohne Keeper. Mal sehen, wie sie sie schießen. Bosshoff hat sich mit Bechmann und Tiris beraten. Hat jetzt die Ansage gemacht. Ich denke, dass Bossi ihn direkt annimmt und auch direkt auf Tor bringt. Weil jetzt noch in die Mitte zu Olli zu spielen, ist eigentlich ein Risiko zu hoch bei keinem Torwart drin. Aber mal gucken, was passiert. Ui, Körper mit dem Körper. Wie kann das denn keine Ecke sein? Boah, das ist schwierig. Verstehe ich auch gerade gar nicht. Er hält sich jetzt noch die Hüfte. Also das finde ich ganz schwierig. Warum ist das keine Ecke? Hat er vielleicht nicht gesehen, nicht anmerken lassen. Ja, oder was? Oder war es der Handschuh? Hat er ihn hier im Handschuh gehabt seitlich? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Es gab auch wenig Proteste von Polo. Also vielleicht haben wir das nicht gut genug gesehen. Das wäre natürlich eine Vorentscheidung gewesen mit 10-5. So, das ist das, was wir im Hallenhockey eigentlich so ungern sehen.
dieses Geschiebe an der Bande, was ja eigentlich durch die Öffnung der Wege weitgehend eigentlich aufgehoben wurde. Ja, Bechi, unnötig. Aber es ist eine alte Mannschaft, das war keine Absicht. Ja, ist ein Bulli. Das ist krass. Bulli mit Michi Körper ist halt auch immer gefährlich. Dein Schläger kann dann auch mal kaputt sein. Mal sehen, ob das nochmal so ist. Ach, diesmal nicht so hart. Oh. Oh. Ja, hat jetzt hier unter Druck, aber jetzt haben sie sich gelöst. Wie können sie den Konter spielen? Lass sie nicht rein in den Kreis. Gut gemacht. Schön gemacht. Ja, jetzt kann Tomlo mal selber zeigen, wie das im Konter geht. Sehr, sehr gut. Und da macht er ihn ab. Sehr stark. Da macht er ihn. Das 10-5 durch Leo Törblüm. Und das gegen Sava Hasun, das ist nicht einfach. Den hat er sehr schön mit der Rückhand rausgezogen zur Bande und ihn dann einfach rübergelegt. Ganz, ganz stark von Leo Törblüm. So, jetzt wird es immer ein bisschen enger für den HTRC. Wenn Polo so weiterspielt, ist das Spiel entschieden. Ja, aber jetzt nochmal hier Niklas Reuter. Ja, kann ihn eigentlich nur hinten rausspielen. Das will er dann, macht er dann auch, glaube ich. Beziehungsweise Bossauf holt ihn sich und wird geschubst, genau. Sehr gut gemacht. Er hat Reuter einmal zu oft geguckt und dann war die Chance vorbei, ihn zu spielen. Der ist sehr gut, der Ball. Und wenn Paul Smith den einigermaßen gut, ja, kriegt er auch den Pfiff. So, jetzt können sie den Ball in Ruhe spielen. Ja, noch 11 Minuten, ne? Es sind noch 11,5. Also es ist eine Menge Zeit. Da, so ist es nicht. Schön von Olli Binder, schade. Wird zurückgepfiffen. Ja, der HTRC wirkt ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Gegen den Fünferwürfel von Polo. Da ist gerade wenig Idee von Gersom jetzt mal. Das waren die Jungs gut. Sehr gut von Bossauf. Schön nach außen raus. Ja, weiß ich nicht. Aber kurzes Kopfschütteln von Bossauf hat gereicht. Geht weiter. Ah, von Gersom. Sehr ungewöhnlich, dass er den so schlecht ablegt. Gut. Törnblom. Oh, ist das stark. Ist das stark. Macht er jetzt nochmal. Nee, ah. Diesmal hat er sich anders entschieden. Schade. Ja, aber eigentlich ist auch zu erwarten, dass da jemand steht. Tatsächlich. Ja, oh, den hat sich Reuter noch gut geholt. Das war nicht schön. Ja, genau. Und der Kircher kommt da nicht durch. Ja, darf er ihm durch die Beine stechen? Ich glaube, ja, eigentlich darf er. Nicht. Doch, darf er? Ja. Ja, ja. Okay, ist ganz schön gefährlich. Aber ja. Paul Smith. Ah. Oh, ja. Reklamiert hat jetzt den Wechselfehl. Ah, oh. Ja, ah, gut von Gersom aufgepasst, den rausgerutschten Ball von Binder aufgenommen und dann stand Unterkircher halt genau richtig. So, 10-6. Erstes Tor seit einer Viertelstunde wieder für den HTRC. Die waren bisher und jetzt. Oh. Das ist so geil. Oh, das ist so schön gewesen. So frech. Das macht einfach Spaß, das anzugucken. Der hat einfach geguckt, die stehen nicht. Die stehen nicht, dann gehe ich vorbei. Glück für den HTRC. Das hätte jetzt schon wieder 5 aufstehen können. Ah, jetzt die Polohalle aufgewacht hier. Polo wird angefeuert. 9,5 Minuten. Mal sehen, wie eng der HTRC das noch machen kann. Zuzutrauen ist ihnen alles. Auf alle Fälle. Das Potenzial haben sie. Ich bin richtig im Spielrad drin. Oh, sehr gut. Ah, macht das schön, macht das schön. Jetzt schnell spielen. Ah, von Gersom muss da eigentlich seinen Schläger rausnehmen. Ja, Olli Binder, musst du das selber machen. Also ich denke, dass es für HTRC sich auch nicht lohnt, den Torwart wieder reinzuholen, bevor es nicht 10-8 oder 10-9 steht. Ne? Zumal das ja auch bisher nicht mit Torwart war es ja noch hilfloser. Also jetzt sind sie ja wenigstens immer mal wieder hier drin und haben ihre Chancen. Das ist auch eine Frage von Geduld. Das ist sehr gut. Boah. Ja, genau, da war ein Schlägerfoul. Ist für Polo gepfiffen. Hier links am Kreisrand.
Ja, Malte Gas gezeigt nochmal, wo es sein soll. 28 noch zu geben. Gut. Wasserhoff drückt ihn durch. Ja, sehr gut. Auch sehr gut wieder abgeholt. Wasserhoff da. Ah ne, es war Krümel Bartels. Auch sehr gut aufgepasst. Da ist er. Oh, da ist ein Foul, oder? Oder rutscht er nur weg? Ja, ich. Oh. Ja, er sagt, das waren 3 Meter. Da müssen die Jungs auch mehr draus machen, wenn alle von HTHC aufgeregt da stehen, ne? Ah, Unterkirche weggerutscht. Hm. Ah ja, also das ist immer die Frage, was ist weggerutscht, was ist ein Foul? Hier rutschen im Moment ganz schön viele. Ja, Krümel Bartels hält Backer da an der Bande fest. Der ist sehr gut, der Ball. Von Unterkircher konnte allerdings nur rübergespielt werden und nicht ja, am Kreisrand, pfeift Christian Blasch. Die Trainer stehen hier alle. Sehr, sehr gut. Von Kölbel da auf einem Handschuh rutschend rausgedreht. Ja, die Halle ist leider sehr rutschig. Also sie ist nicht sehr griffig. Manchmal hat man Schwierigkeiten. Ja, das stimmt. Und die Jungs machen das sehr gut. Die stehen sehr gut als Kollektiv da. Ah, das macht Gazi gut. Gazi hat heute auch einen Top-Tag erwischt. Ja, definitiv. Ja, Backer nach hinten raus. Oh, ist das gut. Sehr guter Ball. Shadow Hay hier auf Kölbel. Ja, hat er. Ja, Unterkircher drückt ihn einfach auch nur durch. Ui. Ah, von Gersum sagt, es war eine Ecke, aber ehrlich gesagt habe ich nicht gesehen, dass er überhaupt drin war. Das war schon sehr fragwürdig, ob der überhaupt im Kreis war, der Torschuss. Gut, aber wir haben noch 6 Minuten knapp. Oh, und das muss eigentlich, ja, weil es keine Ecke geben kann, muss das eine Karte sein. Genau. Von Gersum hält den Abstand nicht und ist damit raus. War noch in der Hälfte vom Polo, deswegen keine Ecke, aber jetzt für 1 Minute draußen. Oh, da ist der Fuß von Xaver Hasun. Ja. Und erneut eine Mega. Ecke. Eine Ecke ohne Keeper. So, jetzt muss sie rein. Wieder auf 5 Tore Ecke, drehen, das wäre wichtig. Ecke ohne Keeper erinnert mich immer an Prochi. Ja, da wollte keiner irgendwo stehen. Nee. Aber jetzt gibt es eine Ermahnung hier für die HTRC-Bank. Ja, Julian Gerschwitz war ihm zu laut. Boah. Thomas Schafkowski kommt auch mal dazu. Da wird ein bisschen diskutiert. So. Aber alles, ehrlich gesagt, heute sehr freundlich. Es ist ein faires Spiel. Auch die Aktion vorhin von Unterkircher war zwar unglücklich. Und das wird er auch nachher selber einsehen. Aber ansonsten ist das hier völlig okay und völlig fair. Ja. Ist Tom Schneider dann in die Mittellinie. Weil den muss er einfach reinmachen. So, jetzt sind da nur noch 4 auf dem Weg zum Tor. Ja! Jawohl, da ist sie. Den macht er schön. Ja. Wichtiges Tor. 11-6. Und es sind nicht mal mehr 5 Minuten. Robert Tickets will jetzt noch mal die letzten 5 Minuten Presse haben, wo die noch in Überzahl sind. Ah, abgelaufen? Ja. Ja, sie wollen die Tore, ne? Die Tordifferenz ist in der Halle natürlich auch immer sehr entscheidend und wichtig. Ja, ich glaube, zu sein. Glaube, das ist gegen den HTHC kein Kriterium, ehrlich gesagt. Hier will man gewinnen. Boah. Ja, da drückt Backer durch den Schläger durch, würde ich auch sagen. Ich meine, es ist immer so eine Frage von Millisekunden, wer war da eher?
Gut. Das war nicht schön. Und das ist ganz schlecht, wenn Steib da unterwegs ist. Oh. Schade. Okay. Ja, Michi Körper plötzlich hinten im Aufbau. Ach, wird aber jetzt nach vorne geschickt. Ja, Körper gegen drei. Der ist gut, der Ball. Ja, und stark von Törnblom. Ja, natürlich so ein macht auch ein sehr gutes Spiel, wie ich finde, Leon Törnblom. Auf jeden Fall. Auch so ein kleines Vorfazit vom Spiel ist natürlich auch sehr, sehr schön für Bechi gegen HTRC zu gewinnen. Definitiv. Nachdem es natürlich auch Hinrunde... Das Hinspiel war 10-4 für den HTRC, muss man auch sagen, sehr deutlich und auch verdient, der Sieg. Und zum anderen natürlich auch Unterkirchner, der ja auch letztes Jahr bei Polo gespielt hat, jetzt beim HTRC ist. Ja, der ist weg. Ja, ich habe nochmal vorne gewechselt. Aber HTRC hatte gestern ein letztes Spiel oder HTRC morgen? Hat morgen noch ein Spiel. Okay, morgen. HTRC, gestern hat Alzey gegen UAC gespielt. Okay. Dann auf jeden Fall sehr schön für Alzey, haben wir jetzt einen Tag Pause, ne? Und ja, also ist sicherlich ein Vorteil, wobei die Spieler sind alle so fit. Das ist, glaube ich, kein Thema. Und nach dem Sieg hier, wenn das einer bleibt, ja, Unterkircher mit dem 11-7, noch 2:30. Aber gehen wir mal davon aus, dass es ein Sieg bleibt, dann ist das für Polo natürlich auch eine maximale Motivation für das Spiel morgen gegen Alzey. Ja, das auf alle Fälle. Aber ich, wie man das auch auf der Bench sieht, die wollen auf jeden Fall mindestens noch ein Tor nachlegen. Ja, das ist ja auch jetzt nicht ganz unwichtig. Ja, hier jetzt Garst mit im Push. Das gibt einen Bulli, ja. Ja, hier wird jetzt doch ganz schön geschrien. Laskowski guckt auf die Uhr. So, Binder gegen Kapa. Kapas Bulli ist immer das gleiche und er gewinnt jedes. Ist lustig. Das machen die Jungs schön. Aua. Ja, da wird Binders Rückhand aufgedrückt. Ja, in die liegende Vorhand gespielt. Hätte man pfeifen können. Jetzt gibt es den Pfiff aber ohnehin. Für Bosserhoff. Er guckt. Ja, das war nicht so, aber sehr gut. Er ja. Sucht die Sturmspitze. Ja, Unterkircher schießt aus jeder Lage. Noch eine Minute 12. 4 Tore sind es. Sehr gut da gearbeitet. Und Krümel Bartels lässt nochmal Steib rein. Ja, holt sich Unterkircher nochmal die Ecke gegen seinen Kapitän. In den letzten 45 Sekunden. Ja. Gegen Leon Törnblom, der übrigens auch in der österreichischen Nationalmannschaft jetzt Kapitän ist, genau wie bei Polo. Nachdem Hasun nicht mehr dabei ist. So, also 30 Sekunden. Ein Eckentor ist noch möglich. Hier fehlten die Masken. Also, das braucht man kein Prophet zu sein. Das bleibt hier beim Sieg von Polo. Unterkircher nochmal. Sehr schöne Eckenvariante. Nach rechts weggezogen und dadurch gar es nicht schnell genug. Aber jetzt sind es noch 10 Sekunden und es steht 11-8 für Polo. Der Ball müsste noch mal zur Mittellinie, aber die Schiedsrichter sind da auch entspannt. Und das ist der Sieg für Polo. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Auf alle Fälle sehr verdient natürlich auch. Ja, und, absolut. Ja, sind wir mal gespannt, was morgen passiert. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht heute zuzuschauen, also zu kommentieren. Ich sage jetzt mal, wenn man morgen es schafft, über 60 Minuten so eine taktisch disziplinierte Leistung zu erreichen, dann hat man gegen Alzey auch alle Chancen. Und morgen ein Sieg, durch den Sieg heute, morgen ein Sieg gegen Alzey bringt natürlich den Vorsprung auf mehr als ein gewonnenes oder verlorenes Spiel noch. Und dann hat man das Viertelfinale schon
hätte man das Viertelfinale schon so gut wie sicher. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, heute wieder zu kommentieren. Ja, Ramin, vielen Dank. Mir ich auch. Ich dafür immer gerne. Und ja, sehen wir mal, was morgen passiert. Genau, morgen hier wieder an gleicher Stelle. Dann wird Freddy Ness wieder an meiner Seite kommentieren. 12 Uhr ist hier Spielbeginn. Alles klar. Und wir freuen uns auf eine volle Halle und viele Leute am Livestream gegen Alster. Und danken fürs Zuhören. Danke. Schönen Tag noch. Yep. Bis dann.